Hey YouTube, was geht? Hier ist wieder euer Dampfnehmsländer und ein neuer Tag, ein neues Liquid Review. Heute sprechen wir mal über Detonation Drip Cherryola. Detonation Drip Cherryola ist, wie man sich vielleicht unschwer vorstellen kann, ein Kirsch-Cola-Liquid. Ne? Hat ja jetzt mittlerweile jeder irgendwie in seinem Sortiment mittlerweile. Deswegen, und ich habe mir jetzt einfach mal das hier gegriffen und möchte euch das mal eben kurz vorstellen und dann mal eben gucken, zeigen, was drin ist. Und dann schnaggeln wir mal darüber, dampf es mal kurz an. Und ich sage euch mal, ob es in meinen Augen gelungen ist, wonach es jetzt eher schmeckt, ob es jetzt wirklich eine originale Cola mehr ist oder mehr so in die Haribo-Richtung geht, Calippo. Wir sehen es gleich. Ne? Auf jeden Fall kommt das Aroma in dieser wunderschönen Pappumverpackung, die eigentlich wohl sehr geil designt ist. Also ich finde, das Design ist cool. Echt nur cool. Ist übrigens hergestellt für die Wovan GmbH. Wovan kennt man ja auch durch sehr ungewöhnliche Liquids, wie ich glaube das Jägerbull und das Bierliquid, glaube ich, ne? War von Wovan. Deswegen, also schon mal ein namhafter Hersteller, was natürlich dem Ganzen, was mich natürlich wirklich zuversichtlich stimmt, was das Ganze angeht hier. Ne? Gut. Das Liquid kommt dann, wie gesagt, in dieser Umverpackung. Oder das Aroma ist ja noch, muss noch angemischt werden. Da drin ist dann eine 60 Milliliter Flasche mit so einem kleinen Verschluss. Übrigens, ich habe da ja schon angemischt gehabt und so weiter. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr hier was reinfüllt, also das hier anmischt und das dann irgendwie in den Tank füllen wollt und drückt, macht's behutsam. Mir ist die halbe Scheiße gestern durch die Küche geflogen. Also der Nippel oben drauf sitzt nicht wirklich fest. Also das kann ich euch schon mal als Tipp geben. Ne? So viel zu der Flasche. Dann haben wir noch dabei. So. Dann ist darum wiederum drin die 10 Milliliter Aroma-Flasche. Ne? Ist jetzt das Design eigentlich soweit dementsprechend ebenso. Ne? Genau, Mischungsverhältnis wird angegeben, empfohlen mit 6-10%. Ich habe es mit 10% angemischt. Dabei ist dann noch ein Aufkleber, um wahrscheinlich um die Flasche halt zu markieren. Also ein Detonation Drip, also quasi dieser, das hier als Aufkleber. Der hängt aber da an meinem Spind, den ich da hingestellt habe. Ne? Übrigens hier meine neue Ecke. Ist, glaube ich, cooler, oder? Als das, was ich letztes Mal gemacht habe. Ich wollte sowieso mal wissen, schreibt es mir mal in die Kommentare, was euch besser gefällt. Also eher so dieses von den letzten Videos, so mit näher dran. Und ne? Oder ist das hier, dieses etwas weitwinkligere, wo ich ein bisschen weiter weg bin, vielleicht cooler? Ne? Wir sehen. Haut es mal in die Kommentare, was euch da besser gefällt. Ich finde es eigentlich jetzt so, glaube ich, cooler. Auch mit dem Ganzen im Hintergrund und so. Und hier kommt natürlich auch noch einiges anderes noch, das wird noch ein bisschen verändert und so weiter und so fort. Ja, genau, so viel dazu. So, ich würde sagen, wir probieren jetzt mal Cherryola auf meiner Tesla Y wie immer und dem hier Elder Dragon Gedöns. Ja, da eigentlich alles wie immer. 0,19 Ohm, 70 Watt. Feuerfrei, würde ich sagen. Ich gebe noch ein bisschen mehr. Machen wir 75. Ja, ich träufle noch eben nach. Ich glaube, schmeckt noch ein bisschen nach Watte. Ja, ich habe, wie gesagt, natürlich wie immer frische Watte eingezogen. Deswegen nochmal ein paar Mal ziehen. Das Ding ist eigentlich ganz leicht erklärt. Es schmeckt 1:1
wie diese Haribo Kirsch, diese großen, die gab es dann auch früher so, weiß in diesen, wenn man sich so selbst die Tüten zusammengestellt hat. Diese Flaschen Kirsch-Cola, wo dann unten, glaube ich, der Fuß, also quasi der Boden, war ja quasi dann die Kohle, die Kirsche, und wo nach oben hin ging das dann in so eine Cola-Flasche über. Diese klebrigen Bonbons. Genauso schmeckt das. Ne, es bleibt einem auch so wirklich so dieser Geschmack von diesen, wie man es da auch hatte. Da, das waren so klebrige Dinger, die nach den Zähnen kleben. Da hattest du ja noch 10 Minuten lang den Geschmack von diesen Bonbons halt im Mund. Und ja, genauso schmeckt das. Also mit 10% würde ich, für meinen Geschmack würde ich es auch mit den 10% auf jeden Fall anmischen, weil so ist es für mich in einem Level, dass ich sagen würde, das ist angenehm dampfbar, auch geht einem auch über längere Zeit, das ist tanktauglich durch und durch, das geht einem auch nach längerer Zeit nicht auf den Sack. Meine Freundin hat es selber jetzt gerade im Zeus, im Suppum, und findet es einfach auch nur mega geil und sehe ich genauso. Also ich kann es, das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Ich denke mal, die anderen, die es so gibt, werden alle nicht viel schlechter sein. Aber ich finde es einfach geil, weil es halt wirklich authentisch nach diesen Haribo-Cola-Dingern schmeckt. Und ich finde die Dinger einfach geil. Ich mag die. Deswegen, long story short, Haribo-Cola-Kirschen-Dings. Einfach fertig erklärt. So einfach kann es sein. Ne? Dann würde ich sagen, war's das mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Hauen Sie rein und Adi.